So, und da sind wir auch schon wieder. Und ich habe mich mal umgeschaut. So, rein theopraktisch könnte es vielleicht funktionieren. Also, ist da rein. Ist dann so schon darüber. Und dann wieder zurück. Wieder ins Portal reinkommen hier. Na, geh doch rein. So, jetzt aber. Und... Ha, sehr schön. Und absetzen. Ich habe schließlich auch nicht unbegrenzt Ersatzmonitore hier rumliegen. Da ist auch schon der Erfolg. Falls es irgend so eine durchgedrehte hier ankommt und alles kurz und klein schlägt. Es tut mir ja furchtbar leid, dass ich das nicht eingeplant habe. Also, wenn mir das jemand zum Vorwurf machen will, dann nur zu. So, jetzt müssen wir noch irgendwie ins Ziel kommen. Das hätte ich mir vielleicht auch gerade mal gucken, wie das funktioniert. ja, wie mache ich das jetzt am Blödsinn? Mach mal zurück, ich glaube, ich weiß, wie ich es mache. Nö, funktioniert so nicht. Okay. Ah, ich bin blöd. Ich... Ja, ich habe ja noch so einen Schalter hier zum Drücken, ne? Damit kriegen wir jetzt eine Sprungfläche. Na, wo springe ich am Blödsinn ab? Müsste eigentlich so klappen. Oh, du hast es gelöst. Schön, jo, wie schön für dich. Plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testanzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Nix Gutes. Jetzt ist, glaube ich, es fehlt mir noch ein Erfolg, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Also an den dürften wir dann jetzt auch gleich noch hinkommen. Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Zwei Kammern. Nur noch zwei Kammern. Uns läuft die Zeit davon. Wir könnten vielleicht in der nächsten Kammer ausbrechen. Spiel einfach mit. Irgendwie gefällt mir diese Kammer ja ganz und gar nicht. Überraschung! Wir machen sofort! Okay, das muss man dir lassen. Für einen kleinen Trottel, dessen Lebenszeit idiotische, undurchführbare Pläne sind, war das eine gute Falle. Du hast es sicher schon gemerkt, aber ich brauch dich nicht mehr. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. War nichts Persönliches, nur eben, du hast mich schließlich getötet. War keine Absicht. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Ich dreh mich nicht um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind... Nein, mach das nicht. Stell dich hier hin. Maschine an. Wo stellst du? Komm zurück! Oh, das war aber knapp. Ernsthaft, komm zurück, bitte. Komm zurück. Oh, du bist zurückgekommen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Die Todesfalle kann ich nicht wieder aufbauen.
Oh, spring doch einfach mal da in die Grube. Tust du das für mich? Okay. Spring da mal runter. Wow, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Und das ist der letzte Erfolg. Ich bin hier der Boss. Jo, am Anfang musste man auf Gladys hören und hier muss man auf Wheatley hören. So, und jetzt nochmal das Ganze in schön. Wenn man hier zu lang bleibt, ist er... tötet er uns wirklich, von daher... Sollten wir sich ein bisschen beeilen. Ich donnerte gerade ein paar Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind... Nein, mach das nicht! Stell dich hier hin! Wo stellst du? Komm zurück! Haha. Aber nochmal springe ich nicht rein. Ernsthaft, komm zurück, bitte! Komm zurück! Nö, heute nicht. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen, ja? Wenn du zurückkommst. Ach, ich denke an die gute alte Zeit, als wir noch Freunde waren. So richtig gute Freunde. Und ich sagte, komm zurück. Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Und dann kamst du zurück. Wo sind diese Zeiten nur hin? Da und... Mir ist aufgefallen, dass du nicht zurückkommst. Ich bin enttäuscht. Ich komme jetzt zu dir. Oh, ich habe eine Idee. Hast du die? Ich habe Angst. Das war nicht nett. Die Spiele beginnen. Komm ich da irgendwie rein? Ja, man muss auf die langweilige Art. Hier tötet er mich. Jetzt fällt mir doch fast noch mein Handy runter. Halt durch! Bin schon fast da! Ich dachte mich gar nicht einfach... Hey! Haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten, das ich höre. Ich nehme mich mit. Wenn du im Sterben liegst, aber noch nicht ganz tot bist, stampf einmal mit dem Fuß auf. Wenn du tot bist, gibt es natürlich ein... Ha! Flog da nicht gerade dein von Kugeln durchsichtiger Körper aus dem Raum? Das war... Oh nein, das war eine ekelhafte Flug. Das macht gar nichts, denn ich halte immer noch alle Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Glaubst du? Au. Ist da noch einer? Wow. Ich hab schon
wieder nicht wirklich auf die Uhr geguckt, wenn ich angefangen habe. Na egal. Ein Stückchen machen wir noch. Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Hey. Still, halt, bitte. Nicht mehr bewegen. Oh, ich bin fast schon erwischt. Hey. Das macht ja alles kaputt. Wo steckst du? Ich weiß es nicht, hab wo ich verirrt. Du? Komm zurück! Hey, blauer Blubber. Hat mir ja schon lange nicht mehr. Ist da was kaputt gegangen? Nö, nö. Alles doch heile. Oh, hat er sich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Hallo. Oh, 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 ja, ja, alles klar. Ich kam da gerade eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Okay. Ja. Blubber. Ist aber raus. Jo. Das muss ich nur irgendwie umleiten. Ach, geht auch so. Türmchen schießen. So, und hier machen wir dann, glaube ich, denke ich mal, einen Schnitt. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.